herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute mit dem Thema, warum es Sinn macht, dass du sogar neben deinem Studium oder deiner Ausbildung die nebenberufliche Tätigkeit als Hochzeitsplaner angehen solltest. Es hat durchaus viele Vorteile. Viele sagen, ich will erst mal mein Studium hinter mich bringen, will erst mal die Ausbildung zu Ende machen und dann gucke ich mal und dann fange ich an. Aber wir möchten dir jetzt mal ganz konkret die Vorteile hier aufführen. Vorteil Nummer eins ist, stell dir vor, du bist gerade Student oder du bist gerade wirklich Student. Du wirst aktuell mehr Zeit haben, als wenn du erstmal in einem Vollzeitjob drinsteckst, auch nochmal mehr Verantwortung hast. Und auch jetzt als Azubi, auch wenn du jetzt gerade vielleicht Vollzeit arbeitest oder Vollzeit in der Schule bist, du wirst trotzdem einen ganz anderen Zeitinvest haben, wenn du erstmal richtig Vollzeit anfängst zu arbeiten. Also warum nicht jetzt diese Zeit nutzen, die du neben Studium, neben Ausbildung noch hast, oder auch diese Freiheit, die du aktuell noch hast, um genau jetzt deine nebenberufliche Selbstständigkeit aufzubauen. Ja. Nicht anders war es ja bei mir tatsächlich. Wenn ihr meine Story, meinen Werdegang noch nicht kennt, dann könnt ihr den gerne mal bei unserem Podcast anhören. Da habe ich das mal ganz tiefgründig erzählt. Und bei mir war es nicht anders. Ich habe während meiner Ausbildung diesen Wunsch gehabt, ich will Hochzeitsplanerin werden und habe genau in dem Moment auch angefangen, weil ich genau jetzt auch motiviert war und auch verstanden habe, ich habe genau jetzt auch die Zeit. Und vor allem das Gute ist ja, wenn ich dann, und da kommen wir schon zu Vorteil Nummer zwei, wenn ich dann mit meinem Studium oder mit meiner Ausbildung fertig bin und es parallel schon aufgebaut habe, dann bin ich mit meinem Business, mit dem Business-Aufbau größtenteils schon fertig, bin schon viel, viel weiter, als wenn ich nach Studium und Ausbildung erstmal bei Null anfange. Was kommt nach Studium oder nach der Ausbildung? Dann kommt die nächste Hürde oder das nächste Projekt. Du musst dir einen neuen Job suchen, dann heißt es wieder, ich bin jetzt erst in meinem Jobwechsel oder ich warte noch, bis die Prüfung zu Ende geht. Was wir einfach sagen wollen, verlier keine Zeit. Du befindest dich eigentlich gerade so in einer Teilzeitbeschäftigung, also nutze das auch, um dein Business aufzubauen. Kommen wir auch schon mal direkt zu Vorteil Nummer 2. 3 ist es jetzt schon. Drei. Kommen wir schon zu Vorteil Nummer 3. Du bist jung. Das bedeutet, dass du einfach in einer Lebenssituation bist, wo du sogar mehr Risiken eingehen kannst. Du hast vielleicht einen niedrigeren Lebensstandard, du wohnst vielleicht noch zu Hause und das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie mit Unreife zu tun hat, sondern du hast einfach vielleicht mehr Möglichkeiten, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Weil wenn es nicht funktionieren sollte, dann steht dir nichts im Weg, mit deinem Studium, mit deiner Ausbildung, mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, dir einen Job zu suchen. So weit soll es natürlich nicht kommen. Dafür haben wir auch extra ein Training erstellt, damit du da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt bist. Aber anstatt das junge Alter immer als Nachteil zu sehen, überlege dir mal, welche Vorteile du damit mitbringst. Vor allem, welche finanziellen Vorteile, wenn du eben einen niedrigeren Lebensstandard hast und eben noch kein Haus abbezahlst oder keine Kinder versorgen musst deine Fixkosten einfach schon höher sind. Meistens sind die Fixkosten höher als bei einem Studenten oder bei einem Azubi eben. Und deswegen nutze wirklich diese Vorteile und sieh dein Studium oder deine Ausbildung aktuell nicht als Hürde oder als Problem da, sondern wirklich als Chance, weil du genau jetzt genau diese Vorteile hast. Du hast die Zeit, du hast die Freiheit, du hast den finanziellen Vorteil durch einen eventuell niedrigeren Lebensstandard und du kannst halt parallel all das eben aufbauen, dass wenn du dann fertig bist mit deinem Studium, mit deiner Ausbildung, bist du schon viel, viel weiter, als wenn du erstmal bei Null anfangen musst. Und wie schön ist es denn, wenn du neben deinem Studium oder Ausbildung dein Business aufbaust, vielleicht sogar deine ersten Anfragen bekommst, genau auch weißt, wie du das in eine Buchung umwandelst und dann sogar neben deinem Studium schon anfängst, Geld zu verdienen. Ja, und das sind die größten Vorteile. Ja. Es gibt noch weitere Vorteile. In diesem Video wollten wir dir aber wirklich mal genau die Vorteile
aufführen, die ja auch bei mir genau nicht gezählt anders, ja. haben und mich auch genau deshalb überzeugt haben, okay, ich will das genau jetzt starten. Und es ist ja auch möglich. Wir haben schon genügend Videos und Podcast-Folgen zum Thema, wie du alles nebenberuflich aufbauen kannst. Also auch das ist möglich. Ja. Wenn du sagst, okay, let's go, ihr habt mich überzeugt, dann schau unbedingt in den ersten Link in unserer Videobeschreibung rein. Dort kommst du zu einem, Formular, um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Das Beratungsgespräch ist dafür da, dass wir ganz unverbindlich und kostenfrei erstmal schauen, wo stehst du gerade, wo willst du hin, welche Ziele hast du, wie ist deine Ausgangslage und wie können wir dir dabei jetzt eben helfen. Vereinbare auf jeden Fall das Beratungsgespräch und dann sehen wir weiter, wie es für dich weitergehen kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Video. Bis dann.